Hier ist schön hell, Freunde. Kommt her zum Papa. Ja, du musst aber hier reingucken, Meister. Ja. Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen, in den heiligen Hallen. Ja, heute wird es um diesen netten Herrn hier gehen. Er hat nämlich ein neues Kfz und das schon gefühlt ein halbes Jahr. Und wir sind endlich mal dazu gekommen, es euch vorzuführen. Einen wunderschönen Golf 8 GTI. So sieht das ganze Teil aus. Ja, ich habe damals, als der Fabian sich die Flausen in den Kopf gesetzt hat, sich für einen Golf 8 zu entscheiden. Warum habe ich dann gesagt, wieso nimmst du denn nicht gleich den R? Hat der Fabian gesagt, weil der R teurer ist halt auch einfach und wesentlich hässlicher. Und da muss ich dem Fabian absolut recht geben, weil die Golf 8 GTI Front ist wirklich 10-mal schöner als die vom Golf R. Es stand also beim Auto aus Brugger geholt, das Ding, und da stand oben ein schwarzer R und der GDI. Und wenn du halt von vorne guckst, läufst da rein und siehst den R und denkst dir, krass, was ist denn das für eine Einführerbude? Das ist halt echt, von vorne macht das Ding halt nichts her, finde ich persönlich. Ja, wie soll das anders sein in den heiligen Hallen? Natürlich komplett schwarz, schwarze Felgen, Innenausstattung, typisch GDI-like in einem Karo-Muster mit roten Applikationen. Ja, Fabian, bist du soweit zufrieden mit dem Kfz hier? Ja, weißt du, was er auch hat? Ein Kofferraum, oder? Was ist das? Alter, eine Anhängerkupplung. Hä? Wie, hä? Wusstest du das noch nicht? Naja, wann habe ich mal was mit dem Autokurs zu tun, dass ich das noch wüsste? Ja, Freunde, und da jetzt natürlich die Wintersaison begonnen hat, ist es natürlich perfekt oder die perfekte Zeit, um dem Teil hier mal ein Fahrwerk zu verpassen, weil es nämlich noch Bocke hoch ist, der kann. Wir werden gleich mal messen, welche Höhe das Teil aktuell hat. Und dann hat uns nämlich die liebe Firma, oder die liebe Firma nicht, sondern der liebe Selo von der Firma H&R, ein paar Fahrwerksfedern zukommen lassen. 40 mm soll das Ganze rundherum tiefer sein. Wird dem Teil auf jeden Fall optisch sehr gut tun, weil die Teile wirklich extrem hoch sind. Ich weiß gar nicht, ob die GDIs tiefer sind als die normalen Golfs. Vielleicht der Clubsport noch mal ein bisschen tiefer. Aber das ist halt nichts Nices, ne? Sag ich mal so. Und da wir, kann man schon so sagen, dass das Teil geleased ist, ne? Ja, macht nur bei uns Sinn, hier eine Firmenleasing-Geschichte zu machen. Und wir das Ding ja innerhalb von 2 Jahren wieder abgeben müssen, wollen wir da jetzt nicht irgendwie ein hochwertiges, teures Fahrwerk einbauen, sondern verpassen dem Teil einfach nur ein paar Fahrwerksfedern. Ja, Pascal, dann schau mal, was das Teil hier so auf den Meter bringt. Vor der Achse haben wir 67 cm vom Boden aus bis Radlaufkante. Das misst man eigentlich von Radmitte bis Radlaufkante, aber das machen wir heute nicht. An der Hinterachse haben wir, wenn der Pascal den Meter gerade hinstellt, haben wir 68,5. Ja, und da, wie eben schon erwähnt, jetzt bald die Wintersaison losgeht, haben wir auch noch passend dazu ein paar Winterreifen besorgt und werden diese dann auf die originalen GDI-Felgen schnallen, weil Stahlfelgen auf so einem Auto... Und es war kein zweiter Satz dabei. Frechheit. Ja, wäre halt... Dann ist das schon wieder doof wegen der Höhe, oder? Weil wir vom Boden gemessen haben. Wie meinst du? Ach, wegen den Winterreifen? Ja. Nee, die haben eigentlich dieselben Dimensionen und so. Okay. Das soll da eigentlich von daher aus hinhauen. Aber eigentlich geht es ja jetzt dann auch um die Optik am Ende des Tages und nicht, ob wir jetzt hier 3-4 Millimeter dazugewonnen haben, oder? Ja, dann würde ich sagen, schneiden wir das Ding jetzt erstmal auf die Bühne und schmeißen die Fahrwerksfedern raus. Angeblich ist das schnell gemacht, hat der Werkstattmeister gesagt. Bin ich mal gespannt. Ja, ist doch eine Stunde. Federwechsel ist eigentlich kein Hexenwerk, junge Meister. Ja, und was ich noch sagen wollte, warum wir uns letztendlich für die Lösung hier entschieden haben, weil diese Federn eintragungsfrei sind. Das heißt, ihr könnt euch da online dazu eine ABE runterladen. Das heißt, ihr führt diese ABE einfach im Handschuhfach mit. Falls euch der liebe Wehrpolizist anhält, dann könnt ihr dem das geben und dann sagt er, okay, alles gut, weiterfahren. Ansonsten hätten wir nämlich mittels eines Teilegutachtens von einem Fahrwerk zum Beispiel oder so extra nochmal zum TÜV gemusst, das nachträglich hätten eintragen lassen müssen und. Da wären wieder weitere Kosten entstanden. So müssen wir lediglich nur für die Federn bezahlen, haben eine gute Optik und können uns reinsetzen und losfahren. Wieder runter oder willst du ein bisschen spielen da oben? Hä? Kann ich den Lappen hochgeben, dann kannst du mal hier ein bisschen die Träger sauber machen. Träger hier oben drauf. Das stimmt. Ja, hat schon gesagt, wir wollen beim nächsten Mal die Halle grundreinigen. Ja, wenn jetzt hier die ganzen Lackierobjekte mal hier weg sind, Freunde, da will ich hier vom Boden essen können wieder. Kannst du mal Boden wischen. Boden wischen. Was hast du denn jetzt vor? Hochlassen. Und dann? Dann fällt dir ein, dass die Kappen drauf sind, ne? Auf den Radschrauben. Und dann musst du wieder in den Kofferraum. Dann lässt du wieder runter. Das ist so der Fehler Nummer 1, den man machen kann bei so einer Aktion.
Vorausgesetzt, hier ist überhaupt was drin, aber eigentlich müsste das ja hier drin sein. Eigentlich schon, ja. Ist das hier eine kleine Gitarre oder was? Ja, dann wird das drin sein. Da ist das drin. Ach so. Dann würde ich jetzt feiern, wenn da eine kleine Ukulele drin ist. Habe ich wirklich eine kleine Ukulele. Früher war da mal hier ein Heidens Einsatz im Kofferraum und jetzt ist hier so ein Täschchen drin. Und denkt, unten hängt's, da ist es doch. Irgendwas schlussmäßiges ist es nicht. Ja. Glaub, also hoffe ich nicht. Großer Fehler, wie das so gerade. Habe ich das jetzt zu forsch gesagt wieder mit dem Häkchen? Weißt du, wenn bleibt das aber drin im Gedächtnis, weißt du, dann denkst du, oh, letztes Mal war der Hansi ein Arschloch zu mir, wo er gesagt hat, hey, bist du dumm oder was? Ja. Du musst das Ding erst hinten rausholen. Und dann denkst du dann dran und denkst du, ah hier, das Arschloch damals, weißt du noch? Ja, stimmt, genau. Nee, das nehme ich dir nicht für übel. Zack, zack, zack. Oh, hier, Ratschloss. Siehst du, jetzt müssen wir den Arm nochmal drunter lassen. Bist du dumm, Johannes? Oder? Hast du jetzt auch nicht so forsch gesagt. Weil das nächste Mal, Johannes, Hansi das Auto lässt, denk da dran. Das letzte Mal. Ah, hier ist er doch. Ah, hier. Den hätten wir aber was sehen können, mal ganz ehrlich. Also die Schonlos nehmen. Ja, oder? Mit dem Haufen. Bist du mal aus, was? Krass. Schenk sie. Danke. Also das hier mit diesem Akkuschlagschrauber, das war die beste Investition, die wir je getroffen haben. Achtung. Achtung. Haben wir noch Schwarz-Uni? Da kommt der Mann. Wenn man braucht, ist der alle Pascal. Er ist immer Verlass auf dich. Erstmal an mein Beileid an alle Lehrjungen da draußen. Die Winterreifensaison geht jetzt los. Hat schon angefangen, oder? Damals in meiner Lehre hatten wir 6000 Räder oder 6000 Sätze? Sätze wäre krass. Sätze wäre krass. Ich glaube, 6000 Räder umgesteckt in einer Saison. Das war echt eine Lehre. Die Horror. Soll mir eine Lehre sein. Ne? Weißt du, was wir gekriegt haben am Ende des Tages? Am Ende der Saison. Als Dankbarkeit. Ein 50er. Ja. Pro Mann. Naja, klar. Da hat er eine Räderwechsel mehr gekostet. Aber trotzdem haben wir uns gefreut. Besser wie nichts. Genau. Weil die Jahre davor gab es gar nichts. Das war wenigstens mal so eine kleine Wertschätzung. Vor dem Fahrzeuggebrauch ausbauen steht hier. Da haben wir ein halbes Jahr zu spät ausgebaut, Frau Wern. Ja, können wir jetzt machen. Können wir ja jetzt rausflexen, das Ding. So, Freunde, fahren wir denn an? Vorderachse oder was? Du bist der Werkstattmeister. Mach Ansage. Ich bin nicht der Werkstattmeister. So, der sagt, was du Chef, also du mir sagst, was ich zu machen habe. Okay, setz dich hin. Guck mal, ich hab das Schweißgerät hier unten runtergebaut, das ist schon gesehen. Mega, ja. Mega, oder? Mega. Ich hab's festgehalten in der Zeit, das ist auch mega. Ja, gut. Soll ich jetzt schon die Reifen wechseln? Nee. So, einmal müssen wir mal gucken, was wir hier ausbauen müssen. Also einmal ist das Ding oben fest, ne? Müssen wir dann die Haube aufmachen. Dann müssen wir lösen den Stabi-Pendel hier direkt am Dämpfer. Dann können wir hier den Dämpfer lösen. Und dann kriegen wir, wenn wir Glück haben, die Radseite hier runtergezogen, kriegen den Dämpfer nach oben rausgezogen. Aber wahrscheinlich haben wir kein Glück, wie beim Golf 5 und so auch damals. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich die Antriebswelle hier auch noch lösen. Vielleicht, eventuell, weil der Weg da nicht ausreicht, das Teil hier genug oder weit genug runterzuziehen. Und eventuell noch die Lenkstange. Das heißt, wir machen jetzt erstmal den Stabi los, machen den Dämpfer los. Das ist komplizierter noch eigentlich, oder? Für ein bisschen Federwechsel. Nee, ist nicht kompliziert. Und gucken, wie weit wir runterkommen. Ob das schon ausreicht, wenn ich muss noch mehr ausbauen. Okay. Ach, geil, geil, geil. Wir haben einfach nichts dazugelernt mit Volkswagen. Jetzt haben wir mal auf. Jawohl, Junge. Gut. Na, ja, dann wird das drüben auch gleich nochmal, oder? Jawohl, sieben die gleiche Aktion. Ja, weil der Dings. Auf der Seite nehme ich hier die Antriebswelle, Platz heißt. Ja, und du liegst hier halt mit dem Meißel auf. Weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen stöbert jetzt, oder? Nein, nicht wirklich. Schraubensicherungsmasse des Todes. Hab's. So, jetzt ist das Auto zu hoch. Jetzt haben wir wieder Scheiße gebaut an der Bühne. Wenn ich mal gerade leiden, Bühne hoch, runter. Jetzt warten wir 10 Minuten. Kommen wir mal ins Frühstück schnell. Gut.
Denk nur dein Kreuz. Ja. Jetzt und jetzt. Oh nee, komm, wir müssen das Auto wieder hochheben. Ich muss erstmal kurz unten reinmeißen. Weißt du, was ich denken wird? In 20 Jahren. Ich dachte dann, Pascal, kannst du dich mal bücken hier? Ich kann mich nicht mehr bücken, mir tun die Knie weh. Hier, Kabel und so. Welchen Scholz? Welchen Scholz? Ein Olaf Scholz. So. Wie du hier mit 87 noch arbeiten sollst, um deine Rente zu finanzieren. Was wir damit machen, dann sein schnell fitzen das durch den Dreck einfach. Ich mach hier das Kabel einfach mal ab. Ist gut, Pascal, kannst du stehen lassen. Weil die in die Hose gehen. Haben wir ein neues Fußgelenk, oder? Nee. Neuen Kotflügel aber auch nicht. Neuen Kotflügel aber auch nicht. Nee. Da fahren wir dann spätestens nächstes Jahr, kurz bevor du in den Urlaub fährst, oder? Genau, dann die Jungs hier das Kabel noch was lackieren. So, da wollen wir jucken. Hier haben. Sportwagen, das sind die Dämpfer schon zu schwer, weißt du? Ach so. So, Pascal, ich würde jetzt mal oben den Dämpfer lösen, dann müsstest du unten den mal in Empfang nehmen. Jawohl. Wie machen wir das jetzt? Müssen wir ein Gerüst holen? Weil ich stelle mich dann oben aufs Gerüst mit geradem Kreuz. Und dann kannst du dann unten gerade stehend den Dämpfer entgegennehmen, oder? Kotze. Ja, nee, ich mach's schon. Willst dich echt bücken, ja? Ja, ich bücke jetzt, du musst in 20 Jahren erinnern, dass ich nochmal dran bin. An das eine Mal gebe ich dir Schultern. Hier, dieser Gummi, gell? Ja. Das ist bei meinem GDI damals. War so abgegangen hier. Ja. Ist hinten auf dem Krümmer gefallen. Also hier hinten drauf gefallen. Und hat angefangen zu brennen. Ja. Die ganze Karre gebrannt worden. Beim Fahren. Echt crazy. Ich bin rausgesprungen, den Gummi rausgerissen. Da stand eine Mülltonne am Start. Also der lag, hing da drüben, hing er noch oben drauf. Und genau. Der hing dann einseitig hier am Grund oder was? Echt angefangen zu brennen. Ist richtig gebrannt. Im Motorraum. Ja. So, muss da dabei gewesen sein. Ne? Was? War das so das Krasseste, was du jemals erlebt hast? Oder? Nee. War noch krassere Sachen? Ja, das weiß ich. Kann man hier nicht erzählen, ne? Eine Luftratsche ist ja auch schon mal was Feines, gell? Aber das ist mit einem Bühne runterlassen. Das lässt sich halt auch ihre Zeit, ne? Der Süße. Das ist Schnaule markiert jetzt rechts und links, richtig? Ja. Weißt du, was ich hier eben hingeschrieben hatte? Links. Vorne links. So schlau ist der. Ja, wir machen nochmal ein neues Zettelchen. Haben wir ja genug drauf gebappen. Ja. Wahrscheinlich steht es hier auch noch irgendwo. Nee, macht's nicht. Ist die ergonomische Sitzhaltung gut genug so? So ist gut, ja. Deswegen komm. Gut. Let's go. Jetzt ist gut. Jetzt ist perfekt. Ich habe nämlich eben so ein leichtes Zwicken im Arm gehabt, wo ich die Matsche jetzt so gehalten habe. Sorry, den haben wir Arsch. Was seid denn ihr für Freunde? Bühne, Team Bühne hoch und runterlassen 3000 Mal am Tag oder ich knüre mich lieber unter die Karre halb drunter? Schreibt es mal ein in die Kommentare. Ich glaube, ich sprenge gleich den Plastikstutz. Aber manchmal hast du recht, Pascal. Manchmal wichse ich mir echt ganz schön ab. Ja. Gestern hing ich wieder unter dem BMW da drunten drüber. Wann das man durch? Unten drüber hat er gesagt. Unten drüber, dann hat er Pascal die Bühne angetippt und hat gesagt, ja, Hansi, jetzt sehen wir zu, dass du das Ding mal anhebst. Und dann habe ich gesagt, ah, eigentlich hat er recht. Manchmal denke ich auch gar nicht. Das Ding ist, du hast scheinbar auch noch nichts gehabt. Wie, mit was? Extremste Schmerzen im Rücken. Ja. Da glaubst du aber, das echt, ist schwer. Ja? Ich habe manchmal so ein, weiß ich nicht, so eine Tastensperre im Rücken. Okay. Als wenn ich komisch liege und mich dann so aufraffen will, einfach so. Dann gibt's dann so Knick. Und dann kann ich mich aber auch nicht, dann kann ich mein Kreuz nicht durchbiegen. So. Unheimliche Schmerzen. Dann muss ich erstmal irgendwie mit dem ganzen Körper so kerzengerade, wie ich da bin, aufstehen oder versuchen aufzustehen. Ziemlich schwierig ist, wenn du nicht biegen kannst. Und dann muss ich erstmal so eine Minute hin und her laufen. Dann geht's aber auch wieder. Dann geht's ansonsten habe ich aber absolut keine Kreuzschmerzen. Immer nur so ein gewisser Punkt, der dann da reicht, ist irgendwie. Eggerhard, die Hosen sind da. Jetzt brauchen wir einen Federspanner, Pascal. Weißt du, wo der ist? Ja, der liegt neben dir. Alter, krass. Das ist ja hier. Wahnsinn. Weißt du, wo der ist, Pascal? Hä? Weißt du das? Was am Teller? Wir kennen die. Von den Geräten sollen wir noch ein bisschen Respekt haben, habe ich gehört, oder? Ach, die meisten anderen vor Respekt mir nicht. War so ein Federspanner. Okay. Ich kenne auch ein paar, die haben. Und ich lüte dir das Gesicht. Den Respekt schon genossen. Ja. Mit Stahlplatten im Gesicht, hast du nicht gesehen. Oder fehlende Finger.
Nee, das war eine Drehmaschine, falls du auf dem Robot anspielen willst. Nee. Dann der Jan, dem S2, Audi. Ja. Der hat ihn, glaube ich, verloren. Im Federspan. Federspan? Nein, die Federspan. Im Federspan. Reicht schon. Ja, geht er schon weg, aber. Yeah. Kein Blatt im Gesicht haben. Dieser Sprengring hier vorne auf dem Luftschrauber, ich glaube, ja, der muss mal ein paar Mal benutzt werden noch. Es gibt eine Einbauanleitung, tatsächlich. Lass das in Ruhe. Lass das in Ruhe. Das kann was passieren. Aber was wir vorsichtshalber machen können? Das Abschneiden. Das Abschneiden. Ja, aber warum dann immer auf Verdacht einfach abschneiden, die Dinger? Die sind doch schon kürzer. Erstmal abschneiden. VA, Vorderachse. Abschneiden. Abschneiden. Steht auch drauf, abschneiden. Abschneiden, hier steht hier abschneiden drauf. Ja. Hier unten vorerst Fahrt ausbauen. Ja. Was? Naja, das ist ja hier nur für den Worst Case. Dann. Ich schneide es nicht auf. So, hier vor der Achse ist wahrscheinlich rechts wie links Beleuchtung. Naja, wir, also früher, wo wir noch jung und kurz waren, haben die Autos unter den Asphalt gelegt. Haben wir die Dinger hier immer gekürzt, weil der Dämpfer ja schon so weit zusammengefahren ist, dass der schon permanent auf dem Federwegsbegrenzer aufgelegen hat. Wenn wir jetzt hier 140 Federn einbauen, wird der Dämpfer niemals so weit zusammengehen, dass wir schon im Stand damit Probleme kriegen. Aber schon gern hier, gell? Ja. Aber nicht überzeugendes Jahr, Bobby. So, der Kollege, der wäre einbaufertig, der muss dann, wie ich vorhin schon draufgeschrieben habe, vorne rechts hin. Den legen wir schon liegen. Weil dann der Fabian will noch ein schönes Pick machen und sein HR-Federbein, Dämpfer, dies, das, Ananas. Dann kannst du dir das Kinderzimmer daheim. Alter, meine ersten Fahrwerksfeder. Deine Instagram-Seite, Fabi. Habt ihr das gesehen? Wie risikoreich ich jetzt unterwegs bin? Ja, das war gerade ein bisschen dumm eigentlich, oder? Das war überhaupt nicht dumm. Ich hab das nicht gesehen. Du hast es gerade selber gar nicht gecheckt, oder? Doch, ich habe vorhin schon gespürt, dass es nun. Darf man Fotzenhaar sagen im Fernsehen? Wahnsinn. Ich muss dich nutzlos hier. Nutzlos, kannst du schon mal Räder montieren. Das ist schon längst machen können. Ja, diskutier doch nicht mit mir. Ja, nee, das ist ganz gut. Was guckst du denn eigentlich so ein Psycho da hinten? Willst du mich den Nacken küssen, gell? Nee. Hat das gehen, hä? Oder ist das Aspirin weg? Ey, es geht echt wieder. Aber anscheinend habt ihr mir keine Ahnung, was für Pulver gegeben hat. Statt Aspirin. Aspirin halt. Da habe ich mir ehrlich in meinem ganzen Leben noch nie Gedanken drüber gemacht. Dass das ja auch bei Zahnschmerzen hilft, weil das ist ja eigentlich nur ein Schmerzmittel, genau. Ne? Ja. Mhm. Ich habe ja immer gedacht, das ist jetzt nur rein für Kopfschmerzen. Ich habe hier, glaube ich, einen Schwanz gefasst. Kann ich sagen? Passt. So, hast du aktiviert? Ja. Scheiße. Im Dämpfer mache ich parallel schon versuchen reinzustehen, oder? Nee, ich will erstmal die andere wieder reinstehen. Das ist ja scheiße. Oh. Einer ist gerade gespuckt. Ja, jetzt geht er rein. Ja, ja, ja. Ey, die geht echt nicht rein, was ist denn da? Lass mich erstmal hier unten. So, jetzt haben wir erstmal den Bums. Grob aktiviert. Aber wir müssen schon Dämpfer jetzt reinmachen, ne? Ne, wir sind ja jetzt tiefer eigentlich von der Theorie her, ne? Aber, ne. Also eigentlich schon, ja, aber. Ne. Kann nicht echt jetzt. Also, Hansi. Hä? Müssen wir echt. Es geht ja nur um Federweg. Ja, der Federweg ist aber auch nicht ganz so geworden. Die fehlt jetzt nachher so lang. Das ist ja nur Weiher. Ach so. Deswegen haben wir es ja rausgemacht, weißt du? Ja, wir sind aber auch richtig Trottel. Also ich. Oder wir alle. Naja, wir ziehen es jetzt trotzdem mal ganz leicht.
Ach, sinnlose Scheiße. Ich hör Barbersche. Wir waren doch fast drin. Meinst du, wir kriegen es nicht noch den Millimeter? Also ich will jetzt mal dran hängen. So, jetzt aber, ja? Hier wurde kein Fahrwerk mehr gebaut, gell? Was? Hier wurde allgemein schon ewig kein Fahrwerk mehr gebaut. In der Heiligen Halle. Also schon, aber es ist halt vorneweg immer das Auto rundherum gebaut worden. Genau, ja. Ja. Hey, wir singen was. Ist ja noch die Blume. I believe I can fly. Ciao, vorne ist drin, ne? Jetzt nur noch hinten Federn rein. Bratwurst, die Bratwurst ist auch drin mittlerweile. Ich habe nur eine geschafft, habe mir zwei bestellt, aber dann habe ich heute Nacht noch so einen kleinen guten Abendsnack. Ich habe nämlich noch mehr Vorräte vorhin, wisst ihr noch gar nicht. Was ist da Vorräte? Hier das Kfz-Lack hier drüben. Du hast die richtige Farbe dann, oder? Fragst lieber vorher nochmal, oder? Ich frage nochmal vorher. Freunde, ich wollte nämlich eben den Dämpfer hier oben ausbauen, ich wollte die Radarschale schon rausmachen, aber das müssen wir gar nicht, wir Trottel. Also ich Trottel. Nur den Dreieckslenker lösen, also den Dämpfer unten lösen, dann den Achslenker hier unten an der Radnabe lösen und dann können wir das Ding nach unten klappen und können die Feder einfach rausnehmen. Also hinten total easy. Und wenn der Pascal dann nach 3 Stunden endlich mal den passenden Schlüssel gefunden hat, zum Gegenhalten. Mein erster Besuch. Können wir das auch hier. Aber ich bin bei dir. Bist du bereit? Ich schon, ne? Anscheinend nicht, ne? Laut Geräusche, das hast du auch gehört, oder? Hab ich auch gehört, ja. Da haben wir's wieder. Meinst du, wir sollen echt nochmal so ein Video machen? Was Fahrwerksfedern einbauen, nachdem wir ein ganzes Auto gebaut haben? Meinst du, es wäre dann nicht ein bisschen langweilig? Ja, also, da daran scheitert es jetzt halt auch, oder? Warte mal, wenn du einen Punkt findest, wo hier die Entspannungspolitik herrscht, dann kann es sein, dass du den dann so rauskriegst. Ah! Angeblich habe ich das schon mal gemacht. Spannungspolitik. Das war nicht gehört. Ich auch noch nicht. So, und das ist ja unten meistens mit so komischen Plastikclips fest. Zumindest gibt es da nicht, ja. Nee. Lesbar? Jo. Immer wichtig dabei kreuzen. Ja. Spannungspolitik habe ich ja auch schon. Weiß nicht. Also, wenn ich das heute nicht sagen, wenn ich das nicht immer irgendwo aufgegriffen hätte. Ne? Gebeichst, dass wir wieder ein Auto kaufen am Sonntag. Echt? Ja, weil sie mich gefragt hat, warum ich auf der Bank war, in ihrer alten Heimatstätte. Hat so spitz gekriegt, ihre Spione überall. Ich habe ein Bild geschickt von dem riesigen Bankgebäude, wo ich drin war. Ja, das saß ich nämlich in der dritten Etage. Was für eins? Kauf mal lieber ein Haus im Süden zum Vermieten. Ja, ja, klar. zum meine Mutter. Danke. Alten Immobilien, hi. Was wolltest du? Wolltest du mich einmal in meiner Zigarettenbau stören oder was? Seid ihr fertig? Ja. Nicht für die Welt. Was ist denn? Dann lassen wir jetzt mal ab. Nee, wir müssen noch Räder umziehen jetzt. Ne? Ja, deswegen wollte man jetzt sagen, wie wir es eingebaut haben, weißt du? Ja. Und jetzt noch Winterräder drauf machen müssen. Jetzt machen wir noch Winterräder auf die... So einen kleinen indirekten Abschluss erstmal und Zeitraffer mit Winterräder. Und dann uns wiedersehen beim Aufziehen. Also gehen wir jetzt in einen kleinen Zeitraffer über, wo man die Rüppelrüppel aufzieht. Ja. Ja, dann machen wir das so. Ja, das mittlerweile 2 Tage später. 2 Kollegen haben es endlich mal geschafft, die Räder fertig zu montieren. In der Zeit habe ich einen kompletten BMW lackiert, ja, Freunde. Nee, er steht nur in der Lackierung. In der Zeit hat er reingerollt. In der steht nur in der Lackierung, genau. Ja, Freunde, dann ist jetzt. Oh hier.
Sonne scheint heute sehr wild raus. Ist jetzt der Moment der Momente. Die Kollegen haben nochmal die Felgen hier nachgewindert, wie man sehen kann. Und unseren hochwertigen Reifenglanz drauf gemacht. Und hier. Oh yeah. Kunststoffpflege habt ihr auch betrieben. Ja. Dann würde ich sagen, lassen wir uns mal überraschen von der gewaltigen Tiefe von Fetzer Federn, oder? Bin gespannt. Nee, wird das Ding, wird dem Ding schon optisch sehr gut tun. Ja, reicht ja eigentlich. Ja. Spurplatten. Zelo, Spurplatten brauchen wir noch. Zumindest für die Hinterachse, so wie das hier aussieht. Da kriegen wir nämlich nochmal. Oder wir fahren eine Doppelachse auf der Hinterachse. Ja. Machen wir zwei Räder drauf. Ja. War schon so. Ja, also die Vorderachse ist auf jeden Fall schon mal, hat schon mal was getan. Warte mal, lass mal die Arme drin. Nee, komm, wir fahren nochmal raus, da wirst du schon sitzen. Meinst du? Weil es schon Gas ist. Da müsst du ja richtig setzen dann, eigentlich. Weil es sieht ja auch jetzt... Ich fand eine Handbremse bald auch. Das kann natürlich auch sein. Das war jetzt die Handbremse? Das ist ja krass. Das ist, du hältst so eine Bremse, ne? Krass, oder? Eigentlich. Ja, aber die Höhe, das hätte so ins Fahrzeug. Naja, das macht ja dann in dem Moment eine Drehbewegung. Crazy. Das ist tiefer. Ja, dann fahren wir genau dahin, wo wir stehen hatten. Und dann können wir ja nochmal messen. Aber optisch tut es dem Ding auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ja. Das an, Freunde, hier. Beim ersten Mal steht er hier auf der alten Markierung. Jetzt noch ein kleines Mühe zurück und dann bist du perfekt. Gut, das war's schon hier. Millimeter war's. So, was hat man denn als vorheriges Maß? Ich glaube, an der Vorderachse 67, an der Hinterachse 68,5, ne? Oder 2,5. So, da haben wir hier jetzt an der Vorderachse haben wir 63,5. 1, 2, 3, 3,5. So, das Ding setzt sich jetzt noch ein Stück. Ja. Also passt das dann mit den 4 cm. Und da hinten hatten wir 68,5. Wo waren wir da? 68,3,5. Ja. Wie? Haltet sie noch? Einen halben sollte sich noch setzen und dann steht das Ding. Glückwunsch. Perfekt da. Jo. Ja, das war's, Freunde. Das war's schon wieder. Beim nächsten Mal sehen wir uns, wenn uns der Selo die Spurplatten geschickt hat, ne, Selo, mein Freund. Und dann werden wir die Hinterachse hier noch ein bisschen verbreitern. So ist der Plan. Ja, damit ihr auch mal den Fabian sein neues Kfz gesehen habt. Ne? Jetzt tiefer und winterbereit. 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 Tschüss. Peace. Ciao. War wieder sehr schön, dass ihr eingeschaltet habt, Freunde. Ne? Ja. Abonnieren, liken, teilen. Kommunizieren, kommentieren. Was war das für? Egal. Tschö mit dir. Tschö mit dir.